Hallo, da bin ich wieder. Ich bin wieder zurück. Ja, zurück halt nicht. Und ich bin in einer Küche. In meiner Küche sozusagen. Und ja, meine Schwester hat heute den Wunsch, Reibekuchen zu machen. Ich sage, okay, mache ich dir. Das ist ganz einfach. Man nehme einen Kloßteig und 4 Eier. Das war's. Das ist ganz super einfach. Schüssel. Eine Schüssel. Möglichst aus Plastik. So. Kloßteig. Ist voll kalt, ey. Einmal Kloßteig. Mit dem stumpfen Messer. Ist damit von mir bestimmt auch nicht. Probier es mal aus. Es wird auch nicht besser. Professionell. Wie machst du ein professionelles Video, in dem du unprofessionell bist? Links hinter uns und Messer. Wird immer gut ausgehen. Am besten immer zu euch arbeiten. Das kann nur gut werden. Falls ihr euch fragt, ich versuche gerade das Ding aufzuziehen. Aha. Das ist Kloßteig, Baby. Wo sieht's aus? Flächen? Müssen ein bisschen kleiner machen. Falls ihr euch fragt, ich habe nichts vorbereitet. Oh, ah, das sind eingeschnitten. Immer alles aus dem Bild schieben, was man nicht braucht. Zu groß für die Kamera. Dann habe ich mal ein Rührgerät mit Knethaken. Keine Ahnung, ob das richtig ist. I don't care. Keine Ahnung. Und weil ich hier so kein kein Verlängerungskabel habe, muss ich hier drüben kneten. So. Und jetzt wichtig, jedes Ei einzeln. Naja. Ich kann ein bisschen schneiden. So. Ei Nummer 1. Flutsch. Flutsch. So, Ei Nummer 2. Klatsch. Das ist unser Zwischenstand. Moment. Ich versuch's mal mit Ihnen. Und Versuch Nummer 2. Mit denen glatt ist besser. Nehme ich jetzt mit dem besser. Ei Nummer 3. Fletch. Und das letzte Ei. Nee. Komm raus. Geh. Fletch. So. Und nach jedem Ei aufschlagen, Hände waschen. Dann Schüssel nehmen und rühren.
Also, Teichbaby ist geboren. Ich hoffe, dass Teichbaby auch richtig ist. Ja, das haben Teichbaby. La, 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 la. Ja. Nee, ich meine, das ist aber reich. Ja. Ich merke schon, dass wir das Video, wo man nicht mich so oft rumrennen sieht. Nein. Also. Teigbaby ist fertig. Wieso? Eine sehr große braucht man auf jeden Fall. Nur gut auf mein Gesicht. Und ganz viel Öl. Irgendein. Ja. Ich würde euch jetzt kein Olivenöl empfehlen. Ihr seid ja die Hardcore-Olivenöl-Fans. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Also, kann ich das heiß machen? Hallo. So. Wenn es einen Doppelring hat, aktiviert auch noch. Aktiviert auch noch den Doppelring. So. Heißt kurz warten. Ha, Mensch. Und ein bisschen Küchentuch. Kein Fieber. Das muss ich benutzen. So. Und mit diesem. Mit diesem Fieber. Ja. Ja. Teller. Seba. Da kommen dann drauf die Reibekuchen. Und also, das Fett wird mich dann aufgesaugt. Fand ich heiß. Das Öl wird vielleicht erst Pfanne. Erst Öl in die Pfanne, danach heiß machen. Nicht so wie ich. Hoffentlich ist das nichts. Viel Öl. Habe ich schon viel gesagt? Viel Öl. Können auch jetzt zu viel werden. So sieht's aus. Also wir Teigbabys. So. Und die werden dann jetzt halt für eine Seite frittiert. Dann fangen wir ihn gleich hier. Nehmen, wenden. Darauf tun. Das war's auch schon. Das heißt, es warten, bis die fertig sind. Die ersten dauern immer ein bisschen. Fleisch. Seht ihr? Warte. Eine Kamera und einhändig. Da, wenn es so bräunlich sind, nehmen. Einhändig muss nicht. Nein, nicht das tun. Ach, nicht das tun, nein. Oh, ja. Nein. Ach, verdammt. Ach, scheiße. Wenn es funktioniert. Ja, das war so. Nehmen, weggehen und wenden. Nehmen. Weggehen. Weil das putzt mich ganz schön stark. Weggehen. Nehmen. Und. Nein. Ach, also doch, naja. Das ist ein Unfall. Das ist ein Unfall. Okay. Gucken wir ein bisschen so hin. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Unfall perfekt. So. Und dann warten wir wieder, bis die alle fertig sind. Und dann nehmen. Und da drauf tun. Und das macht ihr mit dem ganzen Teig hier. Da. Teig, 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 Teig. Und so macht ihr ganz einfach Reibekuchen. Das ist alles ganz einfach. Und wenn sie abgeschnitten, können sie dann essen. Guten Appetit. Und das war's eigentlich mit diesem Video. Passt auf. Das war eigentlich gerade. Naja. Ich habe schon lehrreichere Videos gemacht. Aber egal. Seht ihr? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis irgendwann mal.
Thank you.